Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Propellerheads Reason 8 Reihe hier auf YouTube. Mein Name ist Maverick und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Im heutigen Teil habe ich ein paar verschiedene Sachen mit euch vor. Weiß noch nicht so richtig, ob das alles klappt in meiner vorbestimmten Zeit oder der Zeit, die ich mir besser gesagt immer so vorstelle, die ich hier nicht groß überschreiten möchte. Es wird zum einen über die Verwendung eines Arpeggiators gehen hier in Reason, dann wird es um die Verwendung von zwei oder drei verschiedenen Methoden gehen, wie ihr es schafft, bereits vorhandene Notenwerte, mit denen ihr eventuell nicht zufrieden seid, was das Arrangement angeht, mithilfe von automatischen Mechanismen hier in Reason komplett zu verändern, umzudrehen und da dann eventuell euer zufriedenstellendes Ergebnis mit bewerkstelligen könnt, wenn ihr mal eine kreative Pause, ein kreatives Loch habt, mal nicht weiß oder wisst, wo es hingehen soll. Finde ich, sind solche kleinen Helferleins ganz gut dafür geeignet, eben genau diese kreativen Lücken zu schließen. Wie eben schon angesprochen, werden wir jetzt mal mit einem Arpeggiator arbeiten. Das haben wir bislang noch nicht getan. Ganz kurz zur Information, ein Arpeggiator oder ein Arpeggio, wie es in der Musikwissenschaft heißt, ist nichts weiter als dass ein bestehender Akkord, der aus mehreren Tönen besteht, dahingehend verändert wird, dass die Töne nicht mehr gleichzeitig angeschlagen werden, sondern einzeln zeitversetzt. Und dadurch ist es eben möglich, einen Verlauf sozusagen zu schaffen, der sich, finde ich, ideal für Melodien, aber auch für Bässe eignet. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch einen kleinen Bass erstellen. Wir können zum Beispiel mal den NNXT Advanced Sequencer nehmen, Advanced Sampler, Entschuldigung, und finden wir hier ganz klassisch unter Instrumente und können dann hier wie gewohnt über den Browser das zugehörige Patch laden. Irgendwie macht er das gerade nicht. Ich klicke hier nochmal eben raus, dann macht das. So. Und wenn ich dann unter Bass gehe, kann ich zum Beispiel, was ist denn so klassisch? Ja, der Hofner ist schon sehr klassisch. Nicht wundern, ich habe jetzt ein kleines Keyboard angeschlossen. Ja, gar nicht so verkehrt, um euch das zu zeigen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise und nicht zu laut, dass weder ich nicht mehr zu hören bin, noch dass die Musik nicht zu hören ist, wenn ich spreche. Ja, hat eigentlich einen ganz guten Klang, kann man erstmal so lassen. Dann holen wir uns jetzt das entsprechende Hilfsgerät, den RPG-8. Ein wunderschönes Gerät, womit es jetzt möglich ist, aus mehreren einzelnen Noten eines Akkords, den ich gleich spielen werde, hier ein Arpeggio zu erzeugen. Und das Ganze hört sich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel vier Noten verwende, so an. Wäre schön, wenn wir dann das Gerät auch entsprechend einstellen würden. Ja, ich hoffe, es ist klar geworden. Das ist jetzt bei zwei Noten. Das ist jetzt bei drei Noten. Und was er macht, ist quasi, er erstellt eine Lauffolge daraus. In dem Fall werden die Notenwerte hochgespielt. Das Ganze mit in dem Fall keiner Varianz, was die Oktave angeht. Es wird immer nur eine Oktave abgespielt. Wenn ich jetzt auf 2 beispielsweise klicke und die gleichen Töne von eben nehme, die gleichen 4, dann wird hier also dadurch, dass hier absteht, im zweiten Ablaufen jeweils eine Oktave hochgeschiftet. Ja, ich denke, damit kann man schon richtig interessante Sounds machen. Hier unten auch wieder die Ratio, beziehungsweise die Ratio ist Quatsch, die Rate der Synchronisierung der Takte. Das kann ich natürlich jetzt auch entsprechend langsamer machen. Ja, und ich kann es auch wieder auf die 16. Teile zurückstellen. Okay,
Jetzt gefällt uns vielleicht der Bass noch nicht so richtig, aber die Grundidee, die wir eben hatten, war ja gar nicht so unschön. Daher werden wir das Ganze jetzt mal ganz kurz aufzeichnen. Also wir zeichnen jetzt erstmal den Arpeggiator auf. Und jetzt sind die Noten, wenn ich das Ganze abspiele gleich, hier automatisch drin. Beziehungsweise ne, die vier verschiedenen Töne, die anklingen, werden hier zerhackt. Wir lassen das jetzt mal bei einer Oktave. Und hier kann ich im Übrigen die Oktave selber noch shiften, also hoch und runter bringen. Auch nochmal ganz kurz zeigen. Das Problem bei dem Sampler ist jetzt, dass nicht genügend Tonwerte eingestellt sind oder dass nicht genügend Tonwerte vorhanden sind. Hier, das ist ein bisschen begrenzt an der Stelle. Daher nicht so das kluge Beispiel. Das tut mir an der Stelle leid, aber ich hoffe, es ist klar geworden, dass ihr damit im Prinzip auch eigenständig die Oktave eures Vertrauens wählen könnt und was ihr da gerade braucht. Also wenn zum Beispiel die Noten auf eurer Tastatur, die ihr jetzt spielt, wenn die zu hoch gewesen sind, ihr wollt aber einen Bass haben und wollt das schnell mal realisieren, könnt ihr hier mit dem Oktav-Shift eben entsprechend ein, zwei oder drei Stufen Oktaven runtergehen. Okay, dann zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz, wie ihr jetzt hier raus Noten macht, also richtige Noten, weil bis jetzt wird das ja nur dadurch erzeugt, dass der Arpeggiator hier läuft. Das ist noch nicht im Sequencer. Da ist nur unser Grundakkord drin sozusagen. Wie ich jetzt hier, wenn ich mit der rechten Maustaste drauf gehe, wenn ich dann auswähle Arpeggio-Noten auf Spur kopieren, dann sind die hier automatisch in meinem Arpeggiator drin und ich kann das Ganze wie gewohnt jetzt auf meinen Bass rauflegen und dadurch wird mein Arp, ich nenne das jetzt einfach mal ab, wird hier überflüssig und ihr seht, ich kann den löschen. Das Ganze spielt jetzt im Sampler weiter. Ja, wenn ich mir jetzt sage, irgendwie, ich will da was anderes haben, nehmen wir doch zum Spaß einfach mal einen vorgefertigten Kombinator, also eine Kombination aus bestimmten Instrumenten, die auch eigene Effektgeräte und Einheiten besitzen, eventuell sogar ein eigenes integriertes kleines Mischpult und bedienen uns mal an einem dieser etwas, ja, tiefgreifenderen und mächtigeren Töne sozusagen, die hier in Kombination verschiedener Sachen erzeugt werden. Deshalb auch natürlich auch der Name Combinator. Ja, da ist die Auswahl schon relativ groß, muss ich zugeben. Manchmal zu groß, manchmal weiß man gar nicht, womit man anfangen soll. Und ich würde jetzt einfach mal. Ich greife jetzt einfach mal irgendeinen raus. Meinetwegen ganz klassisch Dance Bass Kit. Okay. Na, hier könnt ihr sehen, was da jetzt so drin ist. In dem Fall ist sogar ein eigenes kleines Mischpult drin. Hier ist noch ein Phaser, der verwendet wird. Hier haben wir auch noch zwei Einheiten, die was steuern. Und dann klingt das Ganze jetzt so. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der richtigen Oktave. Das hätten wir jetzt eben gerade mit dem Gerät selber relativ einfach machen können. Aber das geht natürlich auch genauso gut, wenn wir das hier nehmen. Ich markiere das, die oberste Note. In dem Fall ist das zweite E. Und das kann ich jetzt einfach mal auf das erste runterschieben. So, dann ist es eine Oktave tiefer. Ja, klingt eher nach so einem alten IDM. Bass irgendwie, ich weiß nicht, probieren wir mal den Hausbass aus. Ja, so eine coole Orgel, so eine tiefgespielte Orgel, ganz kurz angespielt. Klassisches Element in vielen, vielen Hausstücken, auch in der Popmusik, in dem Bereich sehr gerne verwendet. Okay, also wir haben jetzt im Prinzip nichts weiter gemacht als vier Tasten auf einem Keyboard gespielt und das Gerät hat uns dazu diesen Lauf erstellt, den haben wir jetzt in einen Bass gezogen und haben auf diese Weise mit ganz, ganz wenigen Handgriffen ja, ein Arpeggio erstellt, einen Verlauf erstellt für einen Bass und ich finde, das macht immer Sinn, sowas anzuwenden, wenn man eben gerade mal nicht weiter weiß oder einfach auch ganz bewusst ist einzusetzen, weil man weiß, was man damit machen kann.
Und das finde ich eine schöne Geschichte, auch ein Reason, dass eben so ein Gerät mit dabei ist. Ja, mein Plan geht nicht auf. Ich sehe schon, die Zeit läuft mir davon. In diesem Zusammenhang möchte ich euch ganz gerne noch eine weitere kleine Möglichkeit zeigen, ebenfalls mal wieder mit unserem Thor, wie ihr automatische Noten erstellen könnt. Wir klicken hierzu, wie gewohnt, unter Hilfsgeräte den Matrix Pattern Sequencer an, wie wir das auch schon ein paar Mal gemacht haben, können den jetzt freistellen, stellen auch das hier erstmal frei und wählen ein Preset aus. Ach, das sind Pads hier, ne? Ja. Lass es uns mal mit Polysynths machen und dann haben wir hier Dark Sun meinetwegen. So, und jetzt habe ich keine Ahnung, was ich irgendwie machen möchte, was ich hier einstellen soll. Ich stehe halt auch mal wieder auf dem Schlauch. Rechtsklick rein und dann haben wir hier einen Punkt, der heißt Zufallspattern erzeugen. Und schon, das kann ich auch mehrfach machen, ändert er hier bestimmte Werte und Noteneinstellungen, also Notenwerte. Ich suche mir jetzt mal die standardmäßige Oktave aus, ziehe das einfach mal nur auf diesen einzelnen Ton runter, und dann hören wir uns das kurz an. Bitte nur dieses Signal. Gut, wir nehmen vielleicht doch irgendwas anderes hier schnell. So, und das Schöne ist, ich kann das jetzt, habe ich ja auch komplett eben gerade zufällig gemacht, habt ihr ja alle gesehen. Ich kann das jetzt, je nachdem, wie viel ich davon haben will, erstmal hier einstellen, was möchte ich haben, ob ich alle 16 oder je nachdem, ob ich vorher 32 an hatte, was ich dann davon überhaupt haben möchte. Klicke mit rechts wieder auf den Menüpunkt Pattern, den Hauptsequencer. Hier erscheint jetzt in der Matrix die Spur. Ich ziehe die auf das Device, was ich bediene. Die Matrix ist dann wieder überflüssig. Wenn ich hier jetzt reinklicke, dann sehe ich ja die Noten. So, und wenn ich die jetzt alle markiere und drücke auf meiner Tastatur F8, fährt ein Werkzeugfenster auf. Das haben wir noch nicht behandelt. Das ist auch sehr umfangreich wieder, aber im Prinzip nichts weiter als ein ordentliches und mächtiges Tool, hier richtig aufzuräumen, hier richtig was zu bewegen, im Sequencer. Der Punkt, auf den ich erstmal möchte, ist in dem Fall Noten verändern. Noten verändern, da habt ihr eine Möglichkeit, den Umfang einzustellen. Und was Reason jetzt macht, ist, dass es einfach randomisiert diese einzelnen Noten durcheinander schmeißt. Und dadurch können vergleichsweise richtig tolle Sachen entstehen, mit denen ihr auch gar nicht rechnet. Ich kann da jetzt einfach mal ein bisschen draufklicken. Dann können wir auch die ganze Geschichte nochmal an der Anschlagsdynamik verändern, also die Velocity ist vielleicht nicht ganz so krass mit irgendwie 90%, aber lasst uns irgendwie mal so ein Drittel nehmen. So, machen das auch ein, zweimal. Und ja, dann hören wir uns mal an, wie das Ganze jetzt klingt. Ja, ebenso kann ich jetzt natürlich noch weitere Dinge wie zufällige Notenwerte auswählen. Das ist im Prinzip auch so ähnlich wie das, was ich euch vorhin gezeigt habe mit dem Zufallspattern. Und dann sieht das zum Beispiel so aus. Ich kann jetzt aber auch noch hingehen und sagen, die Notenlängen sollen irgendwie noch beeinflusst werden, um bestimmte Werte oder feste Werte. Und jedenfalls haben wir jetzt erstmal dieses Ergebnis. Ja, kompletter Nonsens bis jetzt, aber wenn mir da irgendein kleiner Teil draus gefällt und ich sage, Mensch, das möchte ich so gerne haben, das finde ich richtig geil, dann ziehe ich mir das halt raus hier irgendwie und kopiere mir das im Sequencer, klick wieder F8, mein Werkzeugfenster ist weg und dann haben wir schon mal sowas. Mir jetzt das Preset gefällt, womit ich das gerade abspiele, spielt ja keine Rolle, aber ich finde den Rhythmus oder das, was da gespielt wird, gar nicht so verkehrt. Musik
Geschmackssache, ne? Also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt für eine professionelle Produktion verwenden. Aber darum geht es ja auch nicht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch zeigen wollte, was ihr mit so einem Arpeggiator unter anderem anstellen könnt. Und wie ihr so die Zufalls, den Kommissar-Zufall hier in Reason so ein bisschen ausspielen könnt. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen, freue mich wie immer über Anregungen, Kommentare und Kritiken und lasse euch wissen, wenn es das nächste Tutorial gibt. Ihr könnt mir ja zum Beispiel auf Facebook folgen, der Link ist im YouTube-Profil auch mit enthalten. Und dann würde ich soweit erstmal sagen, macht's gut, bleibt sauber, euer Maverick.